Hallo Freunde, willkommen zu den Elite News. Die Ingenieure-Beta sind voll im Gange und dementsprechend ist das natürlich auch das Hauptthema im Newsletter. Frontier stellt als erstes einige Dinge aus der Community vor. Viele großartige YouTuber und Livestreamer sind natürlich in der Beta unterwegs, zeigen, was es da Neues gibt und was man da so alles entdecken und machen kann. Und Frontier würdigt das dementsprechend. Ansonsten machen sie natürlich auch Werbung dafür, wer noch nicht in der Beta ist und das unbedingt möchte, der kann sich da auch noch reinkaufen für die letzte Woche schon genannten 562 Rubel. Ich finde das immer wieder fantastisch. Aber Vollständigkeit halber ist das richtig, dass das alles da ist. Okay, kommen wir mal zum Kern des Newsletters. Die Beta läuft schon eine ganze Weile, wie gesagt, und Frontier horcht doch immer wieder ins Forum und in den Support-Tickets, ob man irgendwas verbessern kann, und die versuchen sich auch irgendwie daran zu halten. Und dementsprechend, Sandro Sammarco, er ist der Chefdesigner, er hat da einiges zu sagen und geht auf viele Änderungen ein, die man jetzt in der Beta ausprobiert und Dinge, die dann auch noch kommen, bis die ganze Geschichte auf die Live-Server aufgespielt wird. Zum einen sind die Waffen, die Hitze übertragen, also Multikanonen mit Explosivmunition oder verbesserte Laser und so weiter und so fort, sind derzeit ein bisschen zu stark. Da werden sogenannte Diminishing Returns eingebaut. Das bedeutet, bisher war es zum Beispiel so, dass jeder Treffer plus 5 Hitze gibt. Egal wie heiß das Schiff ist. Wenn das schon 2 Millionen Grad hat und ihr ein weiteres Streichholz drauf wirft, dann wird das trotzdem noch immer heißer. Relativ unrealistisch und, wie sich herausgestellt hat, auch wahnsinnig überpowered. Schiffe platzen derzeit, weil sie mehrere tausendmal so heiß werden, wie das Schiff das aushalten kann. Dementsprechend werden diese hitzegenerierenden Waffen ein bisschen zurückgezogen. Das bewirkt ein Diminishing Return. Der erste Treffer gibt zum Beispiel 5 Hitze ab und jeder folgende Treffer jeweils ein bisschen weniger. Dann sind wir vielleicht bei 4,9, 4,8, 4,5 und so weiter. Das geht dann immer weiter runter. Das heißt, je heißer das Schiff wird, desto weniger Einfluss haben weitere Treffer darauf. Das gibt dem armen Opfer, das schon schwitzt, ein bisschen eine kleinere Chance, wieder zurückzukommen. Da alle Hitzewaffen überarbeitet werden im Zuge dieser Geschichte, wird auch eine weitere Waffe verbessert, die schon im Spiel ist und nicht erst durch Ingenieure kommt. Und das wäre eine Retributor Powerplay Weapon. Wenn ich mich da richtig erinnere, dann schaltet man die frei bei Edmund Mahan im Machtblock, wenn man, ich glaube, Rang 4 erreicht hat oder Rang 3. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist im Prinzip ein kleiner Beamlaser, den man eben nur kriegt, wenn man den entsprechenden Rang bei Edmund Mahan hat. Und dieser Laser überträgt ebenfalls Hitze. Der wird stärker, als er ursprünglich geplant war, um ihn mit den experimentellen Effekten der Ingenieure in Einklang zu bringen. Also, dieser ist dann effektiver, der wird stärker. Aber passt irgendwie noch so rein in die ganze Geschichte, wenn das dann alles aufgespielt wird. Im Moment ist der noch genauso stark. Das ist eine Änderung, die auf dem Live-Server erst wirksam wird, wenn die Ingenieure natürlich kommen. Des Weiteren werden die Kanonen zusätzlich verbessert. Wir haben da in den letzten Wochen schon sehr viele Waffengattungen kennengelernt, die verbessert wurden, ganz speziell die Raketen und Torpedos. Und die Kanonen bleiben da ein bisschen auf der Strecke, habe ich das Gefühl, oder blieben auf der Strecke bisher. Die Kanonen waren bisher so ziemlich die einzige fast sinnvolle Waffe in den riesigen Waffenslots, und auch hin und wieder hat man das bei großen Waffen Punkten gesehen mit den Kanonen, aber die waren einfach nicht mehr auf dem nötigen Stand. Die sind nicht so effizient wie zum Beispiel Multikanonen, und denen hat irgendwas gefehlt, um die wieder auf die gleiche Höhe zu bringen. Dementsprechend werden die jetzt verbessert oder wurden verbessert im Zuge der Beta. Die Projektile fliegen jetzt schneller. Man kann ihnen also unter Umständen nicht mehr dabei zugucken und eine Brieftaube hinterher schicken, um ihnen zu schreiben, sie sollen weiter nach links.
Das war wirklich ein Problem. Auf große Entfernung hat man mit den Dingern bisher fast nichts getroffen. Zusätzlich fiel der Schaden ab. Das heißt, je länger das Projektil geflogen ist, desto weniger Schaden hat es angerichtet. Was ich im Prinzip nicht so richtig verstehe. Da ist wenig Widerstand im All, was das Ganze bremsen könnte, außer das Schiff, das getroffen wird. Das ist jetzt auch erledigt. Der Schaden fällt nicht mehr ab über die Entfernung. Außerdem wurden Durchschlagskräfte verbessert. Das heißt, sie verlieren weniger Schaden, wenn man große Schiffe angreift und haben eine bessere Chance, Dinge zu durchschlagen, um zum Beispiel Module unter der Hülle zu treffen. Sie waren bisher auch sowieso schon sehr gut darin, Antriebe und Waffen zu zerstören. Das sind externe Module, die quasi vom Schiff wegstehen. Die sind von außen sehr leicht zu sehen und zu treffen. Aber die Kanone hat jetzt große Vorteile dabei, interne Module zu treffen, weil sie einfach durch die Außenhülle schlägt und dann im Inneren Verwüstung anrichtet. Das ist so ein Sonderding, worin die Kanone jetzt ganz besonders gut ist. Das heißt, die Projektile fliegen schneller, es sollte leichter sein, Dinge zu treffen. Der Schaden wird nicht mehr verringert über die Entfernung und man hat auch noch diesen Durchschlagseffekt. Und damit will Frontier die Kanonen wieder einigermaßen interessant machen. Gibt da so ein bisschen ein Dreieck, das hier beschrieben wird. Die Kanonen sind jetzt die Hard-Hitters, also die Waffen, die mit einem einzelnen Treffer den meisten Schaden anrichten. Hosing-Effekt, das bedeutet, man ballert einfach einen riesigen Schwall an Munition in die Richtung des Gegners und irgendwas wird schon treffen. Ein Treffer ist relativ uninteressant, aber die Summe der ganzen Treffer macht die Multikanonen dementsprechend interessant. Aber dass man mit diesen Multikanonen Ziele auseinandersägen kann, das ist ja nichts Neues. Und die Fragmentation Cannons, die sind quasi der Schrotflinten-Effekt. Das wäre eventuell interessant für kleine Fighter oder kleine Schiffe, die nah rangehen. Und wenn dann alle Projektile der Schrotflinte treffen, dann ist der Gesamtschaden wahrscheinlich auch sehr hoch. Oder für große Schiffe als Verteidigung gegen viele kleine Fighter. Man schießt einfach mal grob in eine Richtung und ganz ähnlich wie die Multikanone, nur dass man einen Streueffekt hat, so hat man vielleicht die Chance, mehrere Schiffe gleichzeitig zu treffen. Aber ich denke, diese Schrotflintenwaffen werden interessanter mit dem nächsten großen Update, wenn dann Hangars kommen mit den kleinen Jagdfliegern, die von KIs gesteuert werden und so weiter. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die Schrotflinten auf der einen oder anderen Seite interessanter werden. Gut, so viel mal zur Kanone. Dann wurde einiges geändert am Kaskadeneffekt der experimentellen Schienenkanonen. Da gab es für diese Railguns eine ingenieurseitige Verbesserung, die Schilde komplett eliminiert, während sie gerade von Schildzellenbänken aufgefüllt werden. Das war wahnsinnig overpowered und das haben die Leute bei Frontier eingesehen. Dementsprechend ändert sich da einiges. Ab sofort wird einfach nur noch verhindert, dass die Schilde regeneriert werden. Das heißt, die Schildzelle kann die Schilde nicht wiederherstellen, wenn sie während diesem Aufladezeitraum von einer solchen Kaskade getroffen wird. Allerdings wird immer noch Hitze generiert. Das heißt, die Schildzellenbänke produzieren ja schon wahnsinnig viel Hitze, was auch irgendwie mit diesen Änderungen bei den Hitzewaffen zusammenhängt. Wenn man dann auch noch seine Railgun dabei hat, produziert das arme Opfer, was sowieso schon zusammengeschossen wird, noch mehr Hitze, weil es sich eben schützen will und die Railgun verhindert eben, dass die Schilde regeneriert werden. Aber besser, man verhindert einfach, dass die regeneriert werden, als dass die einfach komplett abgeschalten werden, so wie das bisher der Fall war. Da also auch eine kleine Änderung. Auf dem Live-Server wird man davon überhaupt nichts merken, weil das eben alles in der Beta stattfindet. Das heißt, die Leute, die nie auf dem Beta-Server waren, werden gar nicht in Erfahrung gebracht haben, wie das irgendwann zwischenzeitlich vielleicht mal war. Gut, die Raketen wurden während der Beta verbessert. Das haben wir in den letzten Wochen schon besprochen, dass die Raketen und auch die Torpedos besser wurden. Und darauf weist er hier auch nochmal hin. Sie machen also etwas mehr Schaden. Schilde sind weniger widerstandsfähig gegen Raketen.
Das Schild kann vielleicht dafür sorgen, dass die Rakete in einigem Abstand zum Schiff explodiert, aber möglicherweise die Druckwelle oder Schrapnelle oder was auch immer, da wird immer noch etwas auf die Hülle treffen und da möglicherweise Schaden anrichten. Zielsuchende Raketen sind besser darin, Dinge zu verfolgen. Die Trefferpunkte der Raketen wurden etwas angehoben. Das ist interessant gegen Point-Defense-Waffen, die quasi auf der Außenhülle sitzen, auf diesen Unterstützungswaffenplätzen, wie zum Beispiel der Düppelwerfer oder so. Da gibt's eben diese Point-Defense, die mit einer kleinen Minigun auf die Raketen und Torpedos schießt. Die Raketen wurden widerstandsfähiger, um zu verhindern, dass die alle abgeschossen werden. Man will ja schließlich was davon haben, dass man die Gegner beschießt. Außerdem wurde ein Fehler beseitigt, bei dem die Explosionsradien an einem falschen Punkt platziert wurden. Ganz ehrlich, mir als Spieler würde sowas überhaupt nicht auffallen. Ich denke einfach, dass die Leute von Frontier da selber drauf gekommen sind oder wahnsinnig viele Leute das getestet haben, die so viel mehr drauf haben als ich. Einfach mal, um zu zeigen, auf dem Beta-Server passiert wirklich was. Das sind viele Leute, die viel Zeug ausprobieren und Frontier reagiert drauf. So, dadurch, dass jetzt diese Explosionsradien an die richtige Stelle gesetzt werden, sind Raketen hervorragend dazu geeignet, um Schaden auf externe Module anzuwenden. Also die Antriebe und Waffen, Dinge, die eben nicht durch Panzerplatten geschützt werden. Wenn man also in den Subsystemen diese Sachen als Ziel auswählt, sind Raketen hervorragend darin. Zum Beispiel die Antriebe zu knacken und das Schiff einfach so im All treiben zu lassen. Noch ein kleiner Vorteil für die Raketen also. Waffentürme wurden verbessert. Sowohl der Schaden als auch die Feuerrate wurden ein wenig angehoben, um sie ein bisschen in eine Linie zu bringen mit bestehenden Gimbal- und Fixed-Waffen-Versionen. Macht die Türme also insgesamt etwas effektiver. Bisher war es ja so, dass Turmwaffen bedeutend weniger Schaden angerichtet haben als die anderen Gegenstücke. Und zusätzlich haben die Dinger auch noch schlecht getroffen. Dementsprechend hatten Türme jetzt sehr lange Zeit einen schlechten Ruf. Und so gleicht man das weniger Treffen ein bisschen aus, dass die wenigstens auf ähnliche Schadenswerte kommen. Finde ich sehr interessant. Ich frage mich allerdings, ob diese Änderung beibehalten wird, wenn dann ein Update kommt mit Multicrew-Geschichten. Zum einen kann nicht jeder Spieler so viele Freunde dabei haben, dass alle Schiffe und jede Waffe einen eigenen, in Anführungszeichen, Piloten hat. Das bedeutet, nicht jeder Spieler wird permanent 4, 5, 6 Leute an Bord haben, die dann vielleicht die Türme steuern, um die schlechte Zielsicherheit auszugleichen. Das heißt, die Schadenssache sollte für Leute, die alleine fliegen, beibehalten werden. Aber wenn dann wirklich Leute an Bord eines Schiffs sind, die dann die Türme steuern können und da das Zielen übernehmen, dann machen die den gleichen Schaden, sind deutlich flexibler und vielseitiger und treffen unter Umständen auch noch richtig gut. Sollte das dann der Fall sein, könnten Türme sehr, sehr leicht zu stark werden oder sehr schwer zu balancieren, da wieder in Einklang zu bringen. Da bin ich mal gespannt, wie Frontier darauf reagiert. Wie gesagt, Spieler, die trotz allem noch alleine fliegen, brauchen den kleinen Boost bei Türmen oder nehmen überhaupt keine Türme mehr mit, weil sie sich nicht lohnen. Und die Leute, die viele Leute an Bord haben, ihr versteht, was ich sagen will. Also die Türme werden uns wahrscheinlich in den nächsten Monaten oder für den Rest des Jahres noch ein bisschen beschäftigen, je nachdem, wann dann die nächsten Updates rauskommen und die neuen großen Patches nach Ingenieure. So, zusätzlich gibt es die Fähigkeit, dass man weitere Informationen aus den Rezepten erhält, die bei den Ingenieuren verfügbar sind. Die werden ab sofort auch tatsächlich Blaupausen genannt. Tolle Sache das. Und man erhält im Material, auf der Materialoberfläche, Beschreibungen mit Hinweisen, wo man gucken kann und durch welche Aktivitäten man die Dinger bekommt.
Das war bisher ein ziemliches Problem, wenn es heißt, man braucht irgendein total seltenes Material, was auch immer das ist, und man hat überhaupt keine Idee, wo man das findet. Findet man das in Asteroiden beim Abbau? Findet man das in Absturzstellen von irgendwem? Findet man das in Signalquellen? Oder muss man da mit einem Rover über eine Oberfläche fahren? Wenn ja, von was für einer Art Planet? Da hatte man bisher überhaupt keine Rückmeldung. Das war sehr zeitaufwendig, die Ressourcen zu finden. Und jetzt soll es da wenigstens Hinweise geben, um den normalen Spielern im Spiel zu sagen, hier, guck mal ein bisschen in diese Richtung, dann wirst du schon finden, was du suchst. Finde ich eine tolle Sache. Das ganze Spiel soll ja übersichtlicher und überschaubarer werden. Und wenn sich Frontier dann weniger auf externe Quellen verlässt, um das Spiel zu erklären, sondern das Ganze ins Spiel selbst integriert, ist das einfach ein richtig schöner Schritt nach vorne. In der Beta wurde Ice Mining eingeführt. Das bedeutet, es gibt irgendwo Asteroidengürtel, die nicht aus Stein sind, sondern eben aus Eis. Und die wird man jetzt dann mit den Ingenieuren ebenfalls abbauen können oder bearbeiten können. Das war im Moment noch überhaupt nicht irgendwie rentabel, aber das soll sich ändern. Die Chance auf seltene Ressourcen wurde erhöht. Dementsprechend sollte man dort zum Beispiel diese Niedrigtemperatur-Diamanten oder wie die heißen, häufiger finden, und Ice Mining sollte dann wenigstens gleichwertig sein zum normalen Mining. Außerdem meint Sandro Samarco, der Chefdesigner, dass da noch mehr kommen wird. Dinge, die jetzt noch nicht in der Beta umgesetzt werden, aber auf jeden Fall auf der Live-Version dabei sein sollen. Scheinbar war ich nicht der Einzige, der sich ein bisschen darüber beschwert hat, dass die Ergebnisse der Ingenieure zu sehr vom Zufall abhängig sind. Der Herstellungsprozess wird jetzt in eine Richtung tendieren. Das heißt, der ist nicht mehr total zufällig, sondern die Ergebnisse von dem Ganzen tendieren eher dahin, positiv zu sein. Denn Waffenverbesserung oder Ausrüstungsverbesserung im Allgemeinen sollen eben Verbesserungen sein. Aber wenn man bisher Pech hat, waren die Verbesserungen sehr, sehr klein. Und bei jeder Verbesserung, was weiß ich, die Feuerrate von einer Waffe wird verbessert. Dadurch produziert sie vielleicht mehr Hitze, verbraucht mehr Energie oder hat andere Nachteile. Und bisher war es so, dass man die Chance hatte, dass die Nachteile sehr, sehr gravierend waren. Das heißt, sie produziert sehr viel mehr Hitze, sehr viel mehr Energie wird verbraucht und ähnliches. Aber der gewonnene Schaden war sehr gering. Durch diese Änderung jetzt tendiert das Ganze eher dazu, dass der Schaden in einem höheren Maße zunimmt, dafür die Nachteile geringer ausfallen. Man will die Waffen schließlich verbessern und nicht seine teuer gefarmten Ressourcen in Dinge investieren, die anschließend schlechter sind als vorher. Zusätzlich werden weitere Methoden integriert, um Ruf bei den Ingenieuren zu erhalten. Das bedeutet, man verlässt sich auf spezialisierte Märkte, man wird also unter Umständen auf den Ingenieursstationen Handel betreiben können, man wird Entdeckungsdaten abgeben können oder eben diese Kopfgeldtickets, die man bekommt, wenn man Piraten jagt. Und durch solche Geschichten soll es eben auch möglich sein, mehr Ruf bei den Ingenieuren zu bekommen. Im Moment in der Beta ist das kinderleicht, wie ich beim Livestream am Freitag gelernt habe. Man bringt ein paar Tonnen Fisch mit, baut ein bisschen was und hat ruckzuck den maximalen Ruf. Aber das ist nur auf dem Beta-Server so. Auf den Live-Servern wird es deutlich länger dauern, den Ruf aufzubauen, weil man eben nicht mit Fisch arbeitet, sondern mit echten Ressourcen, die schwer zu kriegen sind. Und den Ruf da weiter aufbauen zu können, das ist eine ganz tolle Sache. Das ist allerdings eine Geschichte, die auf dem Beta-Server nicht richtig getestet werden kann. Da soll das Ganze sehr zugänglich sein für sehr viele Spieler, die auf dem Beta-Server sind. Auf dem Beta-Server muss die Sache schnell gehen, damit man Änderungen an Waffen relativ schnell testen kann, dass das für viele zugänglich ist. Solche Änderungen hier sind dann für den Live-Server. Da bin ich dann mal gespannt, wie das aussieht, wie lange es tatsächlich dauern wird, bis man da diese 5 Muttersymbole hat und die höchsten Ränge herstellen kann bei den Ingenieuren. Gut, zusätzlich werden bei den Ingenieuren einige Materialien entfernt, allerdings nur bei den
rängigen Materialien oder Blaupausen. Bedeutet, man kann früher anfangen, Dinge herzustellen bei den Ingenieuren. Man braucht weniger Material, um da tatsächlich anfangen zu können und die ersten Verbesserungen durchzuführen. Eine sehr schöne Sache. Wenn ich das erste Mal zu einem Ingenieur komme, habe ich wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig viel Material, weil ich wahrscheinlich nicht weiß, was ich brauche, um die Sachen zu bauen, die ich will. Und wenn man dann insgesamt weniger braucht, fällt einem der Einstieg leichter. Und ich sag mal so, das ist wie so eine Art Einstiegsdroge. Wenn der Einstieg erleichtert ist und man sieht relativ schnell Ergebnisse, dann ist man motivierter, weiter dran zu bleiben und weiterzumachen. Und letzten Endes will Frontier, dass die Leute das Spiel spielen. Dementsprechend will man den Einstieg erleichtern. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass es gegen Ende hin bei den hochwertigen Rezepten, die dann wirklich die Spielbalance unter Umständen stark verändern, dass man dort trotz allem noch sehr viele Materialien brauchen wird und da auch relativ seltene. Und er weist natürlich darauf hin, dass keine dieser Änderungen wahrscheinlich passiert wäre ohne die Rückmeldung der Beta-Spieler, die einfach wahnsinnig viel in die Foren schreiben, die an den Support-Tickets schreiben und sagen, hier, das kann ja wohl nicht sein, schaut mal hier drauf und ändert doch mal dies und das. Frontier versucht wirklich auf die ganzen Geschichten einzugehen, auf Vorschläge der Community und so weiter. Und das ist absolut fantastisch. Von daher gibt es da von mir 2 Daumen hoch. Hätte ich 3, würde ich 3 geben. Einfach weil Frontier sich wirklich Mühe gibt. Die achten auf die Community, die sind auf dem Beta-Server dabei. Würden das andere Spielehersteller auch mal so machen? Gut, das wären mal die groben Änderungen, die jetzt schon in der Beta umgesetzt werden oder dann eben auf dem Live-Server kommen. Da geht es hauptsächlich um die Ingenieure, Materialien, Ruf und so weiter. Dinge, die auf dem Beta-Server noch nicht so wirklich getestet werden, weil es dort eben schneller gehen muss. So, was steht ansonsten noch im Newsletter? Wir haben einmal hier diese Wildcard-Geschichte. Es geht im Prinzip darum, dass demnächst ein Event starten wird, beziehungsweise er ist bereits gestartet, wenn man das genau nimmt. Es geht um die Geschichte, dass niedere Fraktionen oder kleine Fraktionen zu einem Machtblock aufsteigen können. Wir haben immer noch die ersten 10 Machtblöcke, da hat sich nicht viel geändert. Manche Machtblöcke sind einflussreicher als andere, das war aber zu erwarten. Und mit diesem Event Rise to Power wird ein neuer Machtblock eingeführt werden. Es gibt extrem viele Spieler, die sich in Gruppen zusammengeschlossen haben, um einzelne Machtblöcke in Anführungszeichen zu unterstützen oder Fraktionen. Und Frontier wirft da jetzt noch eine zusätzliche Fraktion mit rein, für die man abstimmen kann. Und diese zusätzliche Fraktion ist im Prinzip die Wildcard. Ist noch nicht bekannt, welche das ist. Da werden wir gebeten abzustimmen. Das kann man, wenn man diesem Link hier folgt. Allerdings nur noch bis Dienstag, 17. Mai. Das wäre wohl morgen. Und so wie es aussieht, vormittags. Also ihr solltet euch beeilen, wenn ihr da noch abstimmen wollt. Informiert euch da ein bisschen. Es gibt FAQs und Forenbeiträge, wo man dann eben Fragen stellen kann zu den einzelnen Fraktionen, die da bereits dran sind. Und Spieler werden da antworten, möglicherweise auch Leute von Frontier oder Admins, die im Forum arbeiten. Schaut einfach mal da vorbei, wenn ihr da ein bisschen mitmachen wollt und einer kleinen Fraktion dazu helfen wollt, ein Machtblock zu werden. Zu diesem Rise to Power Event gibt es auch einen Livestream. Dort wird man ebenfalls Fragen stellen können. Der findet allerdings schon heute Abend statt. Das könnte ein bisschen eng werden. Aber nach 2-3 Tagen ist der Livestream für gewöhnlich dann auch auf dem Frontier-Kanal auf YouTube zu sehen. Da kann man sich da auch nochmal informieren. Allerdings ist dann die Abstimmung schon vorbei. Also wer da noch kurzfristig dabei sein will, sollte sich vielleicht ein bisschen beeilen. Wo wir gerade von Livestreams sprechen, Michael Brooks ist zu Gast bei einem Livestream auf Twitch, bei ihm hier. Und ja, das ist eine Art Interview. Da werden Michael Brooks einige Fragen gestellt werden. Und wer den dann mal live in Aktion erleben will, könnte da mal vorbeischauen. Und die Livestreams reißen einfach nicht ab. Es gab vor kurzem einen Livestream zum Beta-Feedback. Das bedeutet,
da war Sandro Samarco, der Chefentwickler, eben in dem Livestream, hat etwa 60 Fragen beantwortet aus der Community. Einige davon dürften zu den Änderungen geführt haben, die wir vorhin angesprochen hatten. Und da gibt's dann einen zweiten Teil, wo man weiterhin Fragen stellen kann, wo Sandro Samarco dann wahrscheinlich auch noch auf einige Dinge der Beta oder so eingehen wird. Einfach mal vorbeischauen. Das Ganze ist dann am Donnerstag, 19. Mai abends. Ebenfalls auf den offiziellen YouTube-Kanal von Frontier. Link dazu in der Videobeschreibung. Galnet News, wie wir das schon aus dem Newsletter kennen. Weitere Community-Geschichten, auch hier 24-Stunden-Livestream. Da geht's dann auch so um Spendengedönse. Für wen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da einfach mal selbst informieren bei Interesse. Community Goals, da läuft ja einiges wegen Jacques Station, beziehungsweise lief jetzt letzte Woche. Da gibt's jetzt auch wieder neue. Auch wieder in Wirt. Kann man sich also auch mal ein bisschen angucken und vielleicht vorbeifliegen. Das wird allerdings mit den Ingenieuren deutlich leichter, weil eben die Community Goals auf jeder Station sichtbar sind, an jedem schwarzen Brett. Und wie immer der Abschluss hier unten, einiges an Community-Geschichten, Screenshots und so weiter und so fort. Und das war dann auch schon der Newsletter. So, Mund mal wieder fusselig geredet, fast eine halbe Stunde lang die Geschichte jetzt. Auf dem Beta-Server wird sich noch einiges tun, bis das dann alles live wird, aber im Moment muss ich sagen, es läuft auf dem Beta-Server tatsächlich besser als auf dem Live-Server, bei mir zumindest. Bin mal gespannt, wie das dann ist, wenn die Ingenieure auf die Live-Server kommen. Ja, ich bleib weiter dabei. Nächstes Elite-Video, möglicherweise erst die News nächste Woche, denn der eigene Livestream lief letzte Woche überraschend gut. Es waren wahnsinnig viele von euch da. Auch an der Stelle nochmal vielen Dank an alle, die dabei waren, für eure ganzen Tipps, eure Unterstützung. Ich plane im Moment, dass am Freitagabend wieder ein Livestream stattfinden wird und vielleicht habt ihr Zeit und Lust, da dann auch vorbeizugucken. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dann macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.